Ja, dieser, was ist das? Ein Distelbock. Ja, er ist von der Geburtstagsfeier noch ganz benommen, oder? Ja, genau, Er hat ja. wahrscheinlich zu viel Sekt abbekommen, oder? Also er schaukelt da noch ein wenig. Er wackelt ziemlich, ja. Ja, und er schämt sich auch ein bisschen, habe ich den Eindruck. Und warum? Er ist so schön. Ja, weil er betrunken war, oder? Ah, okay. Aber schau mal, wie hübsch er ist. Ja. Sieht aus wie ein Teddybär. Ein bisschen, ja. Irgendwie drollig. Ich finde, er ist sehr speziell. Ja. Und er wird so 10 bis 23 mm groß. Und er liebt Brennnesseln und Disteln. Also all das, was wir nicht lieben, oder? Ja, genau. Hier betrachtet er sein Revier. Das gehört alles ihm. Das ist seines, oder? Genau. Er liebt, wie alle anderen auch, sehe ich, Pollen, oder? Soviel ich weiß, ja. Sie haben schon immer sehr lange Fühler, diese Bockkäfer. Ja. Ja, und sie wollte eigentlich nicht, dass wir filmen. Sie hat da irgendetwas erzählt. Denkst du, sie war scheu? Nein, ich denke, sie wollte nicht, dass wir wissen, wo ihre Eier versteckt sind. Ah, das kann sein, Wir werden das später sehen, sie hat Eier gelegt. Aber natürlich gibt es auch Hunger. Und sie frisst nicht Pollen und Nektar, sondern Stängel. haben wir schon wieder etwas gelernt. Ja, hier ist sie beim Eierlegen. Ja, sie bohrt das wirklich die Eier in die Stängel. Nein, sie bohrt ein Loch und legt die Eier hinein. Hinein, ja, genau, ja. Ich glaube nicht, dass man mit einem Und Ei bohren kann. und die Larven, das habe ich gelesen, entwickeln sich dann in diesen Pflanzenstängeln. Ja, sie müssen. Ja, sonst kommen sie nicht mehr raus. Ja. Hier sieht man eigentlich sehr schön, sie hat das Loch gebohrt und jetzt werden die Eier hineingepumpt. Ich habe wirklich sehr wenig Information gefunden über diesen Käfer. Das ist logisch, das erzähle ich ein anderes Mal. Jetzt sind Okay. wir beim nächsten Schauspieler. Er ist gerade auf der Anreise und ist da in der Nähe gelandet. Der Weißstorch. Er überlegt sich, ob es hier ein Horst zu bauen gäbe. Aber er hat es sich dann doch anders Ja. überlegt, oder? Er ist ja ein Zugvogel und sein Winterquartier ist eigentlich südlich von der Sahara. Ja, und auf der Reise verenden sehr viele, weil sie in Hochspannungsleitungen hineinfliegen, oder? Ja. Und bei uns waren sie ausgerottet. 1950 gab es in der Schweiz keine Störche mehr. Und es gab dann Wiederansiedlungsprojekte. Und jetzt haben wir etwa 900 Paare.
Und beim Fressen sind sie auch relativ flexibel. Ja, ja, sie nehmen Regenwürmer, Insekten, Mäuse, Ratten oder auch Eidechsen. Ja. Was man eigentlich sehr oft sieht, das sind Tauben, Möwen, Krähen, die beim Bauer zuschauen, was er gerade macht. Und wenn er ein Feld umflügt oder so wie hier mäht, dann wissen sie, jetzt gibt es Futter, oder? Genau, ja. Jetzt gibt es hier ein Mauseloch. Oder eine Heuschrecke. Oder eine, ja, die hat er gefressen. Und sie können alt werden, bis 39 Jahre alt können sie werden. Ja. Und er bringt wahrscheinlich jetzt irgendjemand ein kleines Kind, oder? Wahrscheinlich, ja. Na, schreck was nach. Deine Lieblinge. Meine Lieblinge, die den Vertrag nicht einhalten wollen. Wir mussten ihm hier wieder alles erklären. Okay, er hat zugehört, oder? Es ist der... Ein Wachtelweizen-Scheckenfalter. Ja. Und, hoffe ich. Ja, und er hört gut zu, oder? Er klatscht ja, jetzt ja. Sogar, weil offensichtlich hat er den Vertrag verstanden. Genau. Und er sagt ja, schau. Ja, ja. Er nickt irgendwie. Er hat es sich gut überlegt. Ja. Und jetzt frisst er auf eine Blume, oder? Also irgendwie. Er hat es nicht verstanden. Die Verständigung war nicht so gut. Wo finden wir diese Vater? Das weiß ich nicht. Was? Auf meinem Daumen oder deinem Daumen? Das war dein Daumen. Siehst du, er hat das doch verstanden. Ja, ja, er hat verstanden, dass er reinigen muss. Aber eben, mein Daumen ist kein Arbeitsgerät in diesem Sinne. Genau. Ja doch, du brauchst ihn auch. Ja, ja. Das müssten wir vielleicht im Vertrag noch etwas genauer umschreiben. Aber ein ganz schöner Falter. Ja. Also ich vermute, er nimmt Salz von meiner Hand. Das ist anzunehmen, ja. Ja. Ja, das war's. Bis später. Bis dann.